darf Ihnen die sechs Qualifikanten dieses Finales vorstellen. Qualified for the final are couple number 8 from England, Matthew und Nicole Cutler. Jetzt ist es soweit, Andreas Neuhaus, Turnierleiter, stellt die Finalisten vor. Die Engländer kennen wir. Ebenfalls qualifiziert für dieses Finale aus Deutschland die Startnummer 13, Formica, Franco Formica und Alice Marlene Schlögel. Das war erwartet, aber Riesenjubel in der Halle, die deutschen Vizemeister. Ebenfalls qualifiziert für dieses Finale aus Slowenien die Startnummer 57. From Slovenia, couple number 57, Andrej Skupka und Katarina Venturini. Beide haben wir gerade erlebt, die 10 Tänze-Weltmeister, aber in Latein sehr stark. Startnummer 63 aus Russland. From Russia, couple number 63, Dimitri Timokin und Anna Bitsikova. Das sind eigentlich die Senkrechtstarter dieser Meisterschaft. Sie waren bekannt, aber dass sie ins Finale vorstoßen. Ebenfalls qualifiziert die Startnummer 64 aus Deutschland. Michael Torres, Sabine Kramski. Also der Zweikampf. Deutsche Meister, Vizemeister. Und als sechster Qualifikant aus Südafrika die Startnummer 71. From South Africa, Couple Number 71. Michael Renting und Beata. Und mit welcher Überzeugung, mit welchem Selbstbewusstsein sie hier schon betreten, das sagt alles. Hier beginnen wir auch mit Cha-Cha-Cha, denn es gibt eine neue Regelung. Ein Tanz wird solo getanzt. Das ist der Samba und der wird als letzter. Wir sehen gleich die Top-Favoriten mit der 71 aus Südafrika, die beiden. Ungeheuer schnell und temperamentvoll beginnen sie. Das ist ihr Temperament, das ist ihr Stil. Also, Cha-Cha-Cha, der erste Tanz. In Zeitlupe sehen wir, wie gesagt, die Top-Favoriten aus Südafrika. Und im Zeichen der Olympia-Hoffnung der Tänzer wird ja das Tanzen immer schneller. Sportliches Tanzen wird groß geschrieben und die beiden sind extreme Vertreter. Und für sie gibt es ja auch siebenmal die Eins. Das ist der erste Platz. An zweiter Stelle, das darf ich hinzufügen nach dem ersten Tanz, die Cutlers aus